Starten wir ins Video. Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich mal über was grundsätzlich sprechen. Und zwar auf meinem Kanal habt ihr ja mitbekommen durch die ganzen Videos, die ich hier geteilt habe, dass im Prinzip der Money Printer nahezu alles in der Welt beeinflusst. Ja? Also die Aktienmärkte, das alltägliche Leben, die Preise, den Bitcoin-Kurs und so weiter und so fort. Ja, und häufig kommen da auch Fragen beispielsweise wie, ja, wenn der Money Printer immer stärker bedient wird und die Inflationsraten da immer weiter ausarten, ja, wo führt denn das dahin? Selbst wenn der Bitcoin durch die Decke steigt, am Ende führt das doch alles ins Chaos, oder? Warum freust du dich da darüber, über den Money Printer und alles? Ja, weil langfristig ist das doch niemals eine Geschichte, die gut geht. Ja, also ich würde sagen, man kann die Welt oder die Dinge immer von zwei Seiten der Medaille betrachten. Ja. Ich muss natürlich sagen, ich war früher auch natürlich ganz normal der Meinung, dass eben die Inflation ja was Schlechtes ist und dass natürlich, ja, als ich erkannt habe, dass der Money Printer letztendlich dafür verantwortlich ist, habe ich mir die Frage gestellt, okay, hoffentlich wird er wenigstens einigermaßen, ich würde mal sagen, bedacht benutzt. Ja? Je länger ich das ganze Spiel allerdings beobachtet habe, desto klarer ist dann geworden, wie der Hase läuft. Ja? Und irgendwann kommst du zu der Realisierung, dass du ja das Ganze nicht ändern kannst. Ja? Diejenigen, die den Money Printer kontrollieren, die wollen das ebenso. Und jetzt kannst du die ganze Zeit dich aufregen und darüber beschweren und rumjammern, aber die Inflation und das zerstört doch die ganze Gesellschaft und das macht das Leben für den Durchschnittsbürger schwerer und die Menschen haben immer härter zu kämpfen und so weiter und so fort. Ja, kannst du natürlich so sehen. Und kannst dich darüber beschweren, kannst versuchen, was zu ändern, ja, aber ich sag dir, was willst du daran denn ändern? Diejenigen, die den Money Printer kontrollieren, kontrollieren letztendlich die Welt. Ja, wer das Geldsystem beherrscht, der beherrscht die Welt. Und zu glauben, dass du daran was ändern kannst, ja, ist, glaube ich, ein bisschen weit gedacht. Letztendlich glaube ich, dass jeder Einzelne letztendlich dazu was beitragen kann, daran was zu ändern, beispielsweise indem man sich mit Bitcoin beschäftigt und sich anfängt von dem Fiat-Geldsystem, dem Betrügersystem, zu lösen. Ja? Ja, nur so kann das meiner Meinung nach gehen. Es ist ein langsamer Prozess, der halt stattfinden muss. Grundsätzlich muss man ja sagen, naja, man kann die Risiken die ganze Zeit sehen oder die Chancen sehen. Ja? Dieses ganze Gelddrucken gibt eben auch dir die Möglichkeit, davon sehr, sehr stark zu profitieren letztendlich. Und zwar durch den Bitcoin, durch die Kryptos, durch die Altcoins. Und du hast jetzt die Chance, du hast die Wahl. Und wer weiß, ob diese Chance nochmal so einfach kommt, wie sie gerade hier vor uns liegt. Ja, jede Generation hat seine Chancen und du musst für dich überlegen, ob du diese Chancen nutzen möchtest. Und ich kläre darüber auf, ich zeige dir eine Perspektive, wie man die Dinge betrachten kann. Und so werden die Zusammenhänge zwischen dem Aktienmarkt und dem Money Printer letztendlich relativ deutlich in meinen Videos. Ja? Und du musst es ja so sehen. Diejenigen, die den Money Printer kontrollieren, die spielen dieses Spiel schon seit, ja, über 100 Jahren. Ja? Auch wenn es den Goldstandard gab, ja, auch damals wurde die Geldmenge ausgedehnt, allerdings nur in Relation so viel, wie halt an Gold geschürft wurde. Ja? Natürlich ist das inzwischen in ganz andere Dimensionen ausgeartet. Ja? Und natürlich ist das bedenklich. Ja, und natürlich zerstört das oder kann das, hat das das Potenzial, ganze Gesellschaften, ganze Zivilisationen zu zerstören. Ja, und das ist genau der Punkt. Das muss man definitiv im Blick haben, aber da, wo die Chancen sind,
da gibt es meistens auch eine andere Seite der Medaille. Und ich habe eben aufgehört, mich die ganze Zeit nur über die Risiken aufzuregen. Ja, weil am Anfang hat es mich natürlich auch aufgeregt, als ich die Zusammenhänge erkannt habe. Aber mit der Zeit habe ich eben auch gesehen, dass es eben die andere Seite der Medaille gibt. Und da sind wir wieder beim Bitcoin. Und ja, habe aufgehört, mich aufzuregen. Der Punkt ist der, du kannst dir ja gern mal die FOMC-Meetings anschauen. Vielleicht schaust du die auch schon regelmäßig an. Ja. Ich muss dir sagen, ich habe alle Meetings in den letzten Jahren angeschaut vom Jerome Powell. Und wenn du dir das Ganze anschaust und weißt, wie die Zusammenhänge funktionieren mit der Netto-Liquidität und so weiter und so fort, ja, und du schaust dir FOMC-Meeting nach FOMC-Meeting an und das über mehrere Monate, mehrere Jahre, und dann kommst du immer mehr zu dem Schluss, dass das eine Clownshow ist. Ja? Wenn Jerome Powell da vorne redet, was redet der? Erstens, der liest komplett vom Skript ab. Ja? Der hat ein Skript, ja, was im Prinzip vorgedruckt ist, und der liest es einfach nur ab und sagt im Prinzip, ja, die Inflation, wir wollen die Inflation unten halten, wir wollen auf unser 2%-Ziel kommen. Ja. Genau. Was er aber nicht sagt, hintenrum schießt er ordentlich Liquidität ins System. Vorne sitzen alle Reporter von CNN, CNBC, Fox News und so weiter. Und keiner stellt eine Frage. Sagen Sie mal, Herr Paul, wenn Sie wirklich die Inflation reduzieren wollen, warum schießen Sie denn hintenrum brutale Liquidität ins System? Außerdem, die US-Regierung schießt doch genauso, schmeißt mit Geld um sich. Wie wollen wir da die Liquidität reduzieren? Da wird Jerome Powell sagen, ja, aber die US-Regierung, die kann ich ja nicht kontrollieren, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Dann wäre die nächste Frage, okay, woher bekommt denn die US-Regierung ihr Geld? Aus der Druckerpresse, Fragezeichen. Wer kontrolliert die Druckerpresse? Genau du, Jerome Powell. Also, scheint ja alles an der Druckerpresse zu liegen. Und du stellst ja Joe Biden das Geld zur Verfügung, der schmeißt es dann in die Wirtschaft. Und dann kommt wieder Inflation und du erzählst hier vorne, ihr wollt ja eigentlich Inflation reduzieren. Ja? Und hintenrum schmeißt du sogar selber Liquidität ohne Ende ins Bankensystem und in die Märkte und möchtest aber eigentlich die Inflation ja runterhalten. Du stehst doch hier vorne und sagst die ganze Zeit, du möchtest die Inflation unten halten. Und deswegen hältst du die Zinsen oben. Jerome, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Diese Fragen hatte ich mir gedacht, kommen doch bestimmt beim FOMC-Meeting. Ja? Und ich kann dir sagen, schau dir alle Meetings an. Keine einzige Frage wird in die Richtung gestellt. Ja? Und deswegen aus meiner Sicht ist es nichts anderes als betreutes Denken. Ja, wir hatten das auch in Deutschland während der C-Pandemie. Ja? Du weißt genau, was ich meine. Hast du dir da mal die Bundespressekonferenz angeschaut? Da durften solche Fragen auch nicht gestellt werden. Weil sonst hätte jeder Depp gleich gemerkt, was hier läuft. Ja, und genau dasselbe ist eben das Thema, was den Moneyprinter angeht. Da werden keine Fragen gestellt. Sag mal, Jerome, kann es sein, dass wenn du die Zinsen oben hältst und gleichzeitig im Hintergrund die Geldmenge ausweitest, dass dein eigentliches Ziel ist, vielleicht China in die Knie zu zwingen? Weil es um den globalen Wettstreit zwischen den USA und China geht? Wie sieht es denn damit aus? Ist das dein Ziel? Ja, normalerweise müsste man denken, dass solche Fragen von der freien Presse doch eigentlich gestellt werden müssten an Jerome Powell. Das Gleiche gilt natürlich für die EZB, ist genauso eine Clownshow. Ja, Christine Lagarde an der Spitze der EZB, man müsste ja sagen, an der Spitze der wichtigsten Finanzinstitution in Europa, diejenigen, die das Geld kontrollieren, müsste doch jemand stehen, der eine ökonomische Ausbildung hat, der da vielleicht in dem Bereich gearbeitet hat und so weiter und so fort.
Ja, Christine Lagarde ist eine Juristin und kontrolliert den Money Printer in Europa, in der Eurozone. Ja, und das sind halt alles so Themen. Wenn du das Ganze beobachtest und dir das anschaust, du kommst nur noch zu dem Schluss, dass das eine Clownshow ist. Vor allem, wenn du eben diese Daten dir anschaust, die ich hier immer wieder auf dem Kanal teile. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Diese Daten teilen die Notenbanken so gut wie gar nicht. Sie sind eine Blackbox. Diese Daten zu finden, die ich hier teilweise präsentiere, auch über die Nettoliquidität beispielsweise, kannst ja mal versuchen, die Nettoliquidität von der EZB rauszufinden. Herzlichen Glückwunsch da bei der Recherche im Internet. Wenn du sie finden solltest, dann schick mir gerne den Link hier unten in die Kommentare. Ja? Aber diese Notenbanken sagen etwas nach außen, dass sie eine bestimmte Politik verfolgen, tun aber komplett was anderes und über das, was sie tun, veröffentlichen sie noch nicht mal die Daten, weil sonst jeder relativ easy erkennen würde, dass er hier verarscht wird. Ja? Und deswegen veröffentlichen die Notenbanken so gut wie gar nichts, nichts von dem Relevanten. Ja? Von dem irrelevanten Stuff tun die jede Menge veröffentlichen. Ja? Und meistens halten sie sich sehr, sehr intransparent. Man muss hier sagen, die US-Notenbank Fed ist noch etwas transparenter als die EZB. Die EZB ist meiner Meinung nach komplett intransparent. Ja? Auch was die Anleihekäufe in den südeuropäischen Staaten angeht, die Targetsalden, die Hans-Werner Sinn aufgedeckt hat und so weiter und so fort. Ja? Da ist die EZB wie eine Blackbox. Ja? Und da dürfen auch keine Fragen drüber gestellt werden. Ja, weil sonst würde relativ schnell klar werden, was diese Finanzinstitutionen hier machen, ja, diese Notenbanken hier machen. Und das ist der Punkt. Und deswegen liegen, weil diesen Blickwinkel verstehen die meisten nicht. Ja, die meisten, und zwar auch diese ganzen Börsenprofis hier auf YouTube, die schauen sich die Pressekonferenz an. Und die gehen immer davon aus, weil sie es so gelernt haben, Jerome Powell sagt die Wahrheit, die Notenbank sagt die Wahrheit. Und dann gucken sie sich immer die Aktienmärkte an und dann sind sie komplett verwirrt. Die Aktienmärkte gehen nach oben. Wieso gehen die denn nach oben? Jerome Powell will doch eigentlich die Inflation unten halten. Da ist doch voll kontraproduktiv, wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, weil dann fühlt sich ja jeder reicher. Alle geben mehr Geld aus, das führt zu Nachfrage und heizt die Inflation an. Das ist doch kontraproduktiv. Da muss doch Jerome Powell mal wieder hier ein bisschen einen raushauen, das Ganze bremsen, damit die Aktienmärkte nicht die ganze Zeit durch die Decke gehen. Ich glaube, Jerome Powell. Jerome Powell sagt die Wahrheit, Christine Lagarde sagt die Wahrheit. Aber ich bin irgendwie komplett verwirrt, warum die Aktienmärkte die ganze Zeit durch die Decke gehen. Und der Bitcoin, bin ich komplett verwirrt, warum der die ganze Zeit immer weiter nach oben geht. Ja, also es ist unterm Strich lächerlich. Ja, es ist ungefähr so, wie wenn du glauben würdest, dass Olaf Scholz immer die Wahrheit sagt. Ja, du musst im Prinzip bei einem Notenbanker, das ist ein Geldpolitiker, musst du von ausgehen, dass er immer die Unwahrheit sagt. Und wenn du davon ausgehst, ich gehe immer davon aus, dass er die Unwahrheit sagt und überlege mir, was macht er denn wirklich? Und schau auf die Daten, dann siehst du, was sie wirklich machen. Ich höre nicht auf die Worte, ich schaue auf die Taten und das würde ich dir auch empfehlen, das Ganze zu tun. Und dann erkennst du es relativ klar, wie hier der Hase läuft. Ja, und ich habe dir das in meinen Videos schon alles gezeigt, ja. Und da musst du nicht sonderlich schlau sein. Die Zusammenhänge sind auch relativ simpel. Ja, ich versuche das ja auch immer relativ einfach rüberzubringen, so dass es jeder nachvollziehen kann. Weil am Ende, wenn du es einmal gecheckt hast, ist es halt auch total simpel. Ja. Ja, und deswegen auch immer die Verwunderung hier auf YouTube. Ja, von den ganzen Börsenprofis, Fondsmanager. Ja, die haben in ihrer Ausbildung damals gelernt, ja, nach dem Studium,
sind die schön zur Commerzbank oder zur Deutschen Bank und haben da, sind da angelernt worden von ihrem Chef. Und der Chef hat natürlich immer schon geglaubt, die Notenbank, die ist zu unserem Wohle da, die kontrolliert das Geld und die ja, macht eine adäquate Politik und die sagt immer die Wahrheit. Und also stellen wir das gar nicht in Frage, sondern ja, wir zeigen hier unserem neuen Azubi, wie der Hase läuft an den Märkten. Wir zeigen ihm die ganzen Modelle, die immer funktioniert haben. Und die zeigen wir ihm und dann ist er, dann lassen wir ihn noch managen, die ganzen Millionen. Irgendwann kommt er in den Milliardenbereich und dann ist er ein großer Fondsmanager und dann weiß er, wie der Hase läuft. Ja. Das ist genau das Problem. Ja, das sind Riesen, das sind teilweise auch bekannte Fondsmanager. Klar gibt es da auch welche, die checken das Spiel auch, was die Notenbanken spielen. Ja? Aber die meisten, wenn du dich hier umschaust auf YouTube, die glauben der Notenbank, die glauben das, was Jerome Powell sagt und gehen nicht selber in die Forschung und schauen, was sagen eigentlich die Daten? Und die Daten sind ziemlich eindeutig. Ja, wenn die mal frei denken könnten, außerhalb der Box, würden die das sofort erkennen. Weil die sind ja nicht dumm, die checken, also die würden das relativ schnell, aber die können, die haben nie gelernt, außerhalb der Box zu denken. Die denken immer innerhalb der Box, ja, und sind dann total verwirrt. Teilweise. Tun sich aber voll als Profis darstellen. Ja. Es gibt Ausnahmen. Aber ich sehe ziemlich viele auf YouTube, die dieses Spiel nicht verstehen, was die Notenbanken hier spielen. Ja, ja und noch ein weiterer Punkt. Ja? Über die Thematik mit der Notenbank. Man kann natürlich sagen, wo führt das langfristig hin? Ja, ich denke, du weißt ganz genau, wo das langfristig hinführt. Ja? Zu mehr Instabilität, zu mehr Problemen mit der Inflation, zu gesellschaftlichen Problemen, zur Spaltung und so weiter und so fort. Ja? Auch die Spaltung zwischen Arm und Reich, ich habe schon aufgezeigt, ist nur eine Folge des Umverteilungsmechanismus der Notenbank. Die Notenbank ist der Umverteilungsmechanismus. Und deswegen geht die Spaltung von Arm und Reich zufällig schon seit Jahrzehnten. Und diese ganzen Ablenkungsdiskussionen, die du im Fernsehen siehst, ja, die Arbeitgeber müssen doch mehr zahlen, ja, aber es sind eben zu viele Arbeitnehmer verfügbar, da müssen die Gewerkschaften besser verhandeln, bliblablub. Ja, das sind Ablenkungsdiskussionen, die erkennen den Kern der Tatsachen nicht. Und die Tatsache ist, die Arm- und Reichspaltung, die Schere, die da auseinanderläuft, die läuft schon so lange auseinander, wie es den Money Printer gibt. Weil der Money Printer ein Umverteilungsmechanismus von unten nach oben ist, der so langsam und unscheinbar läuft, gerade am Anfang, ja, sagen wir mal, in den 60er, 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, da ist er noch sehr langsam gelaufen. Aber jetzt läuft er immer schneller. Warum? Weil die Gelder, die gedruckt werden müssen, um diese Löcher, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer größer werden, auch natürlich immer größer sind. Das heißt, es muss immer mehr Geld nachgeschossen werden. Und je größer diese Löcher werden im Finanzsystem, desto mehr Geld muss nachgeschossen werden und desto schneller beschleunigt sich dieser Umverteilungsprozess von unten nach oben. Ganz einfach ist es. Und alles andere sind Ablenkungsdiskussionen, sind Makulatur. Ja? Die am Kern der Fakten vorbeigehen. Und jetzt musst du ja Folgendes sehen, du kannst das nicht ändern und deswegen kannst du dich die ganze Zeit drüber aufregen. Diejenigen, die den Money Printer kontrollieren, die werden niemals damit aufhören. Warum? Weil die entsprechend zu denjenigen gehören, die von der ganzen Sache profitieren. Ja?
Und wenn du profitieren würdest, dass du einen Moneyprinter zu Hause hast, ja, ich behaupte, würdest du wahrscheinlich auch immer zu Hause dein Geld drucken, ja, und würdest es ganz anders ausgeben, ja, und da wärst du auch nicht mit deiner Haushaltsdisziplin perfekt, weil du eben den Moneyprinter hast, ja, würdest auch immer drucken und die Rechnungen zahlen, ja. Und dementsprechend ist das vielleicht am Ende auch gewissermaßen menschlich. Ja, diejenigen, die den Moneyprinter kontrollieren, sind ja auch ganz normale Menschen, ja, und sind auch nicht perfekt. Sie profitieren halt von dem ganzen Kram. Aber kann man es denen vorwerfen? Du würdest es wahrscheinlich genauso machen. Und deswegen sage ich, statt die ganze Zeit zu jammern, schau auf die andere Seite der Medaille. Du wirst es nicht ändern können, aber du kannst das Beste draus machen, und das Beste, was du draus machen kannst, ist eben, dich mit Bitcoin und den Altcoins zu beschäftigen, weil dadurch kannst du profitieren durch den Moneyprinter. Ja, und deswegen, ich sehe mich oder ich sehe nur noch die Seite, wie man dadurch profitieren kann, und deswegen feiere ich den Moneyprinter, weil du kannst es sowieso nicht ändern. Du kannst es sowieso nicht ändern. Ja. Den Moneyprinter gibt es schon länger, als es dich gibt. Ja? Und noch ein weiterer Punkt, was die Intransparenz angeht. Recherchier doch mal, was du findest. Wer sind denn die Eigentümer der Fed? Ja? Wer sind denn die tatsächlichen Eigentümer der EZB? Nicht das, was du gleich bei Google ganz oben findest, sondern recherchier da mal ein bisschen tiefer. Dann kommst du schon auf bestimmte Gedanken. Und vor allem komischerweise ist das sehr, sehr intransparent gehalten. Ja, aber wenn du eins und eins zusammenzählen kannst, dann kannst du es dir schon denken. Ja, und diese Gedanken haben halt, oder haben die meisten keine Lust, sich diese Gedanken zu machen, wundern sich aber, dass überall die Kriege eskalieren. Ja, der Moneyprinter, als der vom Goldstandard gelöst wurde, ja, als das unbegrenzte Gelddrucken quasi die Tür, die Boxe der Pandora geöffnet wurde, ja, 1971. Was war da? Ich habe schon mal gesagt, es war der Vietnamkrieg. Die Amis konnten sich den Vietnamkrieg nicht mehr leisten. Was mussten sie machen? Sie mussten den Moneyprinter vom Goldstandard trennen, übergehen zum Gelddrucken, und man konnte schön noch ein paar Jahre den Vietnamkrieg weiterführen. Umsatz machen, Krieg bedeutet Umsatz, und letztendlich werden die oben immer reicher und die unten kommen halt um im Krieg oder werden immer ärmer. Ja? Und so läuft der Hase. Wundert es dich, dass aktuell die Politik alles daran setzt, eher eskalierend zu wirken, was den Ukraine-Krieg angeht, was den Krieg im Nahen Osten angeht. Irgendwie hast du doch die ganze Zeit das Gefühl, naja, irgendwie tun die gar nicht eine diplomatische Lösung anstreben oder alles dafür tun, dass es hier diplomatische Lösungen gibt, sondern irgendwie wird hier nur noch über Waffenlieferungen gesprochen und wie man weiter eskalieren kann in der Ukraine und auch hier im Nahen Osten. Ja, warum wohl? Ja? Krieg bedeutet Umsatz für die Rüstungsindustrie. Wer gehört, wer kontrolliert die größten Anteile der Rüstungskonzerne? Wer kontrolliert den Moneyprinter? Und da siehst du die Zusammenhänge im Prinzip. Ja? Und das ist es eben. Ja? Macht es, also die Frage, die du hier stellen musst, ist: Wem nützt das Gelddrucken? Ja? Und dann wird eben auch vieles immer klarer. Ja, und Krieg bedeutet leider Umsatz. Und dementsprechend wird versucht, da immer weiterzumachen. Vor allem auch, musst du dir ja Folgendes vorstellen: Seit 2008 ist unser Finanzsystem in einem Ungleichgewicht, ja, was letztendlich früher oder später zum Zerfall des Finanzsystems führt. Ja, dieses Ungleichgewicht, was quasi nochmal
durch Covid verstärkt wurde, durch das ganze Gelddrucken immer weiter verstärkt wird. Und das heißt, diejenigen, die den Moneyprinter kontrollieren, die wissen ganz genau, dass dieses System im Zerfall sich befindet, dieses Finanzsystem. Ja, und die Frage ist, was machen wir da am besten, damit die Masse still bleibt und weiter ganz normal arbeiten geht und das BIP erzeugt, ja, und ganz normal Dienst nach Vorschrift macht? Ja, wir brauchen natürlich Ablenkung, dass die das nicht mitkriegen, ja, im Prinzip, ja. Wenn dieses Finanzsystem im Zerfallprozess sich befindet und wir sind mittendrin, dann kannst du das nicht so nach außen verkünden, wenn du die Notenbank steuerst, ja, oder wenn du Politiker bist. Kein Politiker würde das so einfach zugeben, ja. Jerome Powell hat aber an der einen oder anderen Stelle, es gab vor 2 Wochen ein Interview mit CNN, und er hat Jerome Powell auch gesagt, dass die aktuelle Geldpolitik nicht nachhaltig ist. It's not sustainable. Ja? Und die wissen schon, dass das Ding hier in die falsche Richtung läuft und langfristig letztendlich zur Implosion führen wird, früher oder später. Ich glaube nicht, dass es zu so einer tatsächlichen, faktischen Implosion, wie man sich's vorstellt, kommt, sondern dass das ein langsamer Übergang wird. Im Hintergrund werden ja schon Zentralbankwährungen vorbereitet, aber jeder hat die Wahl. Zentralbankwährungen oder Bitcoin. Kannst natürlich auch beides nutzen, ja. Und auch die anderen, die Altcoins, ja, da wird es bis dahin auch noch Entwicklungen geben, die uns gute Alternativen bieten. Und dementsprechend hat am Ende jeder selber die Wahl. Und du kannst jetzt dir überlegen, möchte ich mich die ganze Zeit darüber aufregen, dass hier die Inflationswellen durch den Moneyprinter ausgelöst werden, dass hier ein Fake-Wachstum zustande kommt, ja? Weil eins müssen wir auch noch festhalten. Der Westen mit seinen Wachstumsraten wächst im Prinzip schon lange nicht mehr. Es ist ein Nominalwachstum, aber wenn man das bereinigt um die Geldmenge oder um die Inflation letztendlich, dann haben wir kaum noch ein Realwachstum. Dann stagnieren wir schon seit Jahren im Westen. Ja, ich spreche nicht nur von Deutschland, ich spreche da auch übrigens von den USA, von allen anderen westlichen Ländern. Wir sind in der Stagnation. Warum? Weil wir eben auf so einem Wohlstandsniveau angekommen sind, auf so einem enormen BIP angekommen sind, dass es immer schwieriger ist, hier das Ganze noch zu übertreffen. Ja? Und durch das Moneyprinten wird so aussehen gelassen, als ob wir das jedes Jahr noch übertreffen, aber real unterm Strich ist es im Prinzip so gut wie kein Wachstum mehr und das schon seit Jahren. Ja? Und dementsprechend muss ich sagen, ich habe mich dafür entschieden, nicht mehr nur die Risiken da zu sehen, durch das Gelddrucken und so weiter und so fort, sich die ganze Zeit aufregen, sondern die andere Seite, Bitcoin, und mich darüber zu freuen, wenn der Moneyprinter läuft. Warum? Weil du kannst erstens sowieso nichts dran ändern und zweitens, du kannst es sowieso nicht aufhalten. Ja? Diejenigen, die den Moneyprinter kontrollieren, die werden weitermachen und du kannst nichts dagegen tun, als die Chancen zu nutzen, die auf der anderen Seite der Medaille sind. Und dafür ist der Kanal hier, um dir diese Zusammenhänge rüberzubringen. Und ich empfehle jedem auch mal mehrere Pressekonferenzen von Jerome Powell zu sehen, von dem FOMC-Meeting, aber auch von Christine Lagarde und auch selber zu recherchieren, wie läuft das denn mit der Liquidität der Notenbanken? Und da wirst du schon sehen, wie schwierig es ist, diese Informationen zu erhalten, weil die Notenbanken haben natürlich kein Interesse, da alles zu veröffentlichen, was sie eigentlich tun. Und das heißt, die Strategie ist im Prinzip, wir tun was komplett anderes, veröffentlichen darüber so gut wie keine Zahlen, aber verkünden nach außen, dass wir ein Interesse haben, dass wir die Inflation runterbekommen wollen. Ja? Also so viel dazu und dementsprechend, genau deswegen bin ich so ein großer Bitcoin-Fan, so ein großer Altcoin-Fan,
weil da, wo die Risiken liegen, liegen auch die Chancen. Ich denke, du hast meine Message verstanden. Und ansonsten war es das für dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann like das Video, abonniere den Kanal. So kannst du den Kanal auch unterstützen, dass er wächst und dass andere diese Informationen erhalten. Und ansonsten würde ich sagen, eines gilt am Ende immer. Folge dem Money Printer. Ich bin raus. Ciao, ciao.